Nanu, wer ist denn da vor der Tür? Augenblick, ich komme. Ist das noch immer die Werkstatt von Büchsenmacher Henry? Das gibt's doch nicht. Das deutsche Greenhorn. Ha, lasst euch umarmen, Sir. Na, das nenne ich einen tollen Empfang. Es ist schön, euch wiederzusehen, Mr. Henry. Und mich freut's erst. Heavens, was habt ihr euch verändert? Reitet einen prächtigen Rappen und seht in dem Lederanzug wie ein echter Westmann aus. Was rede ich da? Ihr seid ein echter Westmann geworden. Der verfluchte Old Shatterhand. Old Shatterhand? Wo habt ihr denn den Namen gehört? Woher? Was seid ihr doch für ein sonderbarer Kerl. Aber tretet doch bitte ein. Ich glaube, ihr erlebt in einem Monat mehr als andere in 20 Jahren. Geht durch alle Gefahren des Westens hindurch wie eine Pistolenkugel durch ein Stück Löschpapier. Ihr werft alle Gesetze des Westens über den Haufen und sperrt dann das Maul vor Erstaunen weit auf, dass man über euch redet. Überall erzählt man von euch. Und Winnetou hat euch die Krone aufgesetzt. Ihr übertreibt. Was habe ich in meinem Leben schon getan? Ihr habt den Menschen hier vor einigen Monaten die Augen geöffnet. Die Artikel über eure Erlebnisse bei den Apachen und mit Santa haben vermutlich einen Krieg verhindert. Nur Santa haben wir immer noch nicht. Er hat sich zuletzt zu den Kiowas gerettet. Ihr werdet ihn kriegen. Und darauf trinken wir jetzt. Cheers! Ah, wow. Ha, hier, das pustet einem den Kopf frei, was? Das Zeug ist ja schlimmer als mexikanischer Kaktusschnaps. Ja, nicht wahr? Noch ein? Oh nein, danke. Mein Kopf ist jetzt frei genug. Doch erzählt, wo kommt ihr gerade her? Vom Rio Pecos. Ich habe Winnetou leider verpasst. War er vielleicht hier? Das war er. Ist aber schon Wochen her. Ein prächtiger Mensch, dieser junge Indianer. Ich soll euch ausrichten, dass er den Missouri rauf ist. Er wollte an den Niobrara zu den Assiniboines. Dann reite ich ihm nach. Ich weiß, wo die Assiniboines lagern. Kann ich hier bis morgen mal meine Decke ausrollen? Darauf bestehe ich sogar. Ich werde eine Biersuppe auf der Kaffeemaschine kochen. Und ich habe noch etwas für euch. Genau das Richtige für eine gefährliche Reise. Seht mal her, was ich hier habe. Ein ziemlich kleines Gewehr. Was ist das? Ist erst vor ein paar Tagen fertig geworden. Eine Schnellfeuerwaffe. Ihr könnt damit nacheinander 25 Schuss abfeuern. Und da ihr meinen Bärentöter schon berühmt gemacht habt, sollt ihr auch den ersten Henry-Stutzen bekommen. Ich bin sehr stolz auf dich, Winnetou. Aus dem wilden Jungen, der seinem Vater ständig Ärger gemacht hat, ist ein großer Häuptling geworden. Du hast unsere Ältesten mit deiner Rede über Frieden und gegenseitigen Respekt inspiriert. Und mich auch. Ich bin vor allem deinetwegen gekommen, Ribana. Immer wenn ich dich sehe und dem Klang des Niobrara lausche, wird mir das Herz leicht. Dann sollte ich jetzt wohl besser still sein. Damit du den Fluss hören kannst. Nein, ich meine... Ja! Na komm schon, mein großer Häuptling. Von der Natur siehst du heute gar nichts. Lass uns die Waschbären besuchen. Auf der anderen Seite des Flusses. Ja! Oh, Rose von Niobrara.
Vorwärts, Ilchi. In den Fluss. Puh. Ist tiefer, als ich dachte. Puh. Oh, und das Wasser ist kalt. Die Blätter fallen schon von den Bäumen. Halte das Pferd ruhig. Der Grund ist rutschig. Oh, Rose von Niobrara. Oh, schwimmen wollte ich nicht. Die Strömung treibt mich ab. Ich komme. Da hängt ein Ast über dem Wasser. Greif danach. Ich hab ihn. Halt euch fest. Ich halte mich. Aber der Ast gibt gleich nach. Ich treibe ab. Ich bin gleich da. Hier, meine Hand. Ich kann. Ich hab dich. Halt dich fest. Und jetzt gemeinsam ans andere Ufer. Ich halte dich. Oh, danke. Ab da können wir wieder stehen. Oh. 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 Das war keine gute Idee. Als Tochter des Häuptlings gebe ich ein schönes Bild ab. Ich. Für dich würde ich durchs Feuer schwimmen. Oh, das ist eine dumme Idee. Aber die Wärme eines Feuers wäre jetzt schön. Das dauert zu lang. Ilchi wird uns schnell zum Dorf zurücktragen. Da kommt jemand. Pankaj. Das ist Parano. Parano fühlt sich geehrt, dass Ribana ihn noch kennt. Geh hinter mich. Du hast keine Waffe bei dir, die mir etwas anhaben könnte, roter Krieger. Die hast du auf deinem Pferd. Was ist passiert? Bist du in den Fluss gefallen? Vielleicht sollte Tashatunga dich fortjagen, weil du zulässt, dass seine Tochter in Gefahr gerät. Oder Tashatunga sollte Parano fortjagen, weil er redet, anstatt zu helfen. Menschen, die Hilfe brauchen, sind schwach. Aber da du für Ribana wenig tun kannst... Das Fell ist für dich, Ribana. Es wird dich wärmen, bis wir uns im Dorf wiedersehen. Java! Du wirst Winnetou nicht noch einmal beleidigen. Vergiss ihn. Danke, dass du mich gerettet hast. Parano ist tatsächlich im Dorf. Was will er nur hier? Woher kennst du ihn? Er ist oft bei uns. Und jedes Mal muss ich ihm sagen, dass er sich von mir fernhalten soll. Er sieht gar nicht aus wie ein Indianer. Trägt das Haar kurz und hat den Revolver eines Blaurocks. Er ist ein Weißer, lebt aber schon lange bei den Ponkas. Und jetzt führt er sie an. Man sagt, dass er unverwundbar ist. Da ist ja auch Martin. Hallo, Martin. Ja. Oh. Ribana. Ach, Martin, du bist schon wieder da. Meine Rose. Seit ich weiß, dass es dich gibt, halte ich es bei meinen Jägern nicht lange aus. Lass dich in die Arme schließen. Und du dich auch. Ach, Rose von Niobrara. Ich danke euch, was ihr für Ribana getan habt, Häuptling. Ich glaube fast... Sie hat das mit Absicht gemacht, um von euch gerettet zu werden. Sie
Sie erzählt viel von euch, Winnetou. Aber ihr Herz hat sich für den Weißen Jäger entschieden. Was mich zu einem glücklichen Menschen macht. Sind wir deswegen jetzt Feinde? Nein. Winnetou hat von dem Weißen Jäger schon viel Gutes gehört. Ihr wisst doch noch nicht mal, wer ich bin. Die Erzählungen an den Lagerfeuern beschreiben einen weißen Krieger von der Größe eines Bären und mit aufrichtigen Augen. Er trägt eine Bibermütze und in seinem Herzen wohnt Gerechtigkeit. Man nennt den weißen Krieger Old Firehand. Hört bitte auf. Das klingt wirklich nach Lagerfeuergeschwätz. Aber ihr habt recht. So nennt man mich schon seit vielen Jahren. Rebanna hat mich aber daran erinnert, dass ich auch mal Martin Winter war. Ein ganz normaler Mensch, der mit seiner Frau und seinem Sohn das Glück suchte. Damals fand ich es nicht. Meine Frau starb schon während der Überfahrt aus der alten Welt. Dumm wie ich war, ließ ich meinen Sohn Harry im Osten bei Pflegeeltern zurück und zog allein in den Westen. Harry habe ich seitdem leider viel zu selten gesehen. Insgeheim glaubte ich wohl, dass er im Osten kein Herumtreiber wird wie ich. Dass er einen ehrlichen Beruf lernt und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Er ist jetzt Ölarbeiter in New Benengo und hofft auf den schnellen Dollar. Hat eben den gleichen Dickschädel wie sein Vater. Und dann schenkte mir Rebanna ihr Herz und ich, alter Knochen, bekomme tatsächlich eine zweite Chance. Ich werde mein Jägerdasein in den Bergen endgültig aufgeben und mit ihr bei den Assiniboines leben. Und ich werde mein Verhältnis zu Harry wieder gerade biegen. Old Firehand muss Winnetou versprechen, dass er gut zu Rebanna sein wird. Dass er ihr sein Herz geben wird und sie schützt gegen die bösen Stürme des Lebens. Winnetou hat mein Wort. Rebanna, ich dachte, du wärst bei deinem Vater. Es ist Parano. Er plant etwas. Mein Vater ist ganz aufgelöst, sagt mir aber nichts. Parano will morgen vor den Ältesten reden. Meine Brüder, die Ältesten und Weisesten vom Stamme der Assiniboine, mögen der Stimme Tashatungas lauschen. Die Assiniboine sind ein friedliches Volk geworden. Winnetous Worte von gegenseitiger Hilfe, Frieden und Respekt haben uns tief bewegt. Unser Bruder Winnetou hat seinen Vater und seine Schwester durch die Hand eines Bleichgesichts verloren. Und doch verurteilt er dieses Volk nicht. Es gibt gute und böse Menschen in allen Völkern. Doch nicht die Farbe ihrer Gesichter macht sie dazu, sondern ihr Herz und ihr Geist. Nicht Feindschaft darf unser Leben bestimmen. Wichtiger ist die Zahl unserer Freunde. Parano, der Häuptling der Ponkas, der ebenfalls unser Gast ist, sieht das anders. Und er bat darum, ebenfalls hier sprechen zu dürfen. Friedfertigkeit wird uns nicht gegen unsere Feinde helfen. Meine weißen Eltern wurden bei einem Überfall getötet. Das Dorf der Athabasken, in dem ich aufwuchs, wurde von Blaurücken ausgelöscht. Aber die Ponkas, die mir folgen, werden überall gefürchtet. Und dieses Volk lebt und ist stark! Tashatunga hört Paranos Worte
Doch sie helfen den Assiniboan nicht. Wer soll unsere Kinder ernähren und unsere Frauen beschützen? Schlachten und Skalpe ernähren einen Stamm nicht. Der starke Arm der Ponkas könnte auch sie beschützen. Und was verlangt Parano für diesen Schutz? Die Hand von Tashatungas Tochter Ribana. Was? Das darf er nicht. Dieser Teufel. Er will Tashatunga erpressen. Vater, das darfst du nicht zulassen. Ich werde niemals mit Parano gehen. Darf ein junges Weib im Kreis der Ältesten sprechen? Ruhe, meine Brüder! Ruhe! Ribana gehört nicht in den Kreis der Ältesten. Aber aus ihr spricht ihr Herz. Und aus mir spricht das Herz eines Vaters und Häuptlings. Tashatunga hat geahnt, welchen Preis Parano verlangen würde und hat eine Nacht voller Unruhe verbracht. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Assiniboan ihre Töchter noch niemals verkauft haben und dass das so bleiben wird. Heißt das, Tashatunga gibt seine Tochter lieber einem alten Bleichgesicht, der schon seine erste Frau nicht beschützen konnte und der seinen Sohn zurückließ? Der Kerl hat uns belauscht. Tashatunga kennt die Fehler Old Firehands. Aber er weiß auch, dass Old Firehand ein aufrichtiger Mann ist. Wenn dies Tashatungas letzte Worte sind, so nehme ich mir einfach, was ich haben will. User! Was tut ihr da? Komm jetzt! Verdammte Wildkatze! Nimm die Hände von ihr! Haltet ein! Haltet ein! Martin, hilf mir! Lass sie los, Parano! Oder du bekommst deine Kugel! Nimm deine Kugel! Niemand kann mich mit einer Kugel töten! Aber vielleicht schmeckt dir mein Messer! Ach, von der Hand! Zurück, Krieger der Ponkas! Oder Winnetous Silberbüchse wird Leben fordern! Ribana! Komm hierher zu uns! Bist du verletzt? Nein, er hat nur meinen Arm gepackt. Und jetzt werdet ihr alle eure Waffen fallen lassen! Tut, was er sagt! Parano hat Tashatunga schwer enttäuscht. Er kam als unser Gast und durfte vor den Ältesten sprechen. Aber auf unserem Boden bestimmt nicht Parano, was geschieht. Er wird mit seinen Kriegern unverzüglich unser Dorf verlassen. Das wirst du noch bereuen, alter Mann. Und auch Old Firehand wird den Namen Paranos noch verfluchen. Java! Okay! Ich glaube, es war ein Fehler, Parano so ziehen zu lassen. Ich fürchte, wir werden wieder von ihm hören. Und das alles nur meinetwegen? Ruhig, Hatatetla, was ist los? Oh! Nanu, ein Mann und ein Junge mitten in der Wildnis? Good day, Sir. Erwartet ihr Feinde, dass ihr sofort zu eurem Gewehr greift? Das ist die Savanne. Da ist man besser vorsichtig. Seid wohl fremd hier. Ihr seht nicht aus, als seid ihr in der Savanne geboren. Und ihr auch nicht. Vielleicht stammen wir sogar aus der gleichen Heimat. Ich bin Deutscher. Wirklich? Mein Vater ist auch Deutscher. Das merkt man bei ihm aber kaum noch. Ich heiße Harry. Ich bin sehr erfreut, Harry.
Mich nennt man hier Charlie. Und wer ist euer Begleiter? Emery Forster. Der Ölprinz von New Venango? Genau der. Das trifft sich gut. Diese Ansiedlung suche ich, um meine Vorräte wieder aufzufüllen. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr die bezahlen könntet. Aber kommt trotzdem mal mit. Bleibt hinter ihm, Harry. Hey! Beruhigt euch, ich suche keinen Streit. Ich brauche wirklich nur ein paar Vorräte. Wo wollt ihr denn hin? Zum Niobrara. Und was wollt ihr da? Ich treffe mich dort mit einem Freund. Typen wie ihr haben dort oben keine Freunde. Das im Tal ist New Venango. Die ertragreichste Ölbohrsiedlung südlich des Missouri. Keine Ahnung, wie dieser Fluss dort heißt, aber er ist für die Siedlung ganz nützlich. Das da oben ist mein Haus. Oh, das Ölgeschäft scheint sich zu lohnen. Dort in der Mitte liegt der Store, wo ihr euch eindecken könnt. Ich biete euch sogar eine Möglichkeit, wie ihr die Waren bezahlen könnt. Macht euch da mal keine Sorgen. Ihr reitet ein prächtiges Pferd. Ich werde es euch abkaufen. Der Rapp hat mich aus mancher Gefahr gerettet. Ich verkaufe ihn nicht. Ich gebe euch 200 Dollar. 250. Gebt euch keine Mühe, Sir. 300. Und was ihr aus dem Store braucht, zahle ich obendrein. Glaubt ihr wirklich, dass sich ein Präriemann von seinem Pferd trennt? Aber ich muss das Pferd haben. Es gefällt mir. Das glaube ich gern, doch bekommen könnt ihr es nicht. Ihr seid zu arm, um es bezahlen zu können. Zu arm? Habt ihr nicht gehört, dass ich Emery Forster bin? Euer Geldbeutel ist mir gleichgültig. Wenn ihr ein gutes Pferd braucht, dann geht zum Pferdehändler. Ihr werdet unverschämt. Hier in New Venango bin ich allein Herr und Gebieter. Und ihr steigt jetzt sofort ab. Mr. Forster, meint ihr wirklich, dass... Ja, das meine ich. Man muss sich nehmen, was man will. Du bist ein schlauer Bursche, Harry. Das solltest du eigentlich wissen. Hilf mir oder gesell dich wieder zu den Arbeitern. Nun gut. Bedient euch, aber ich sage, ihr werdet mit dem Rappen keinen Spaß haben. Aufsteigen lässt er euch niemals. Wir werden sehen. Und geht zum Store und bedient euch. Und dann nehmt eins von meinen Pferden und verschwindet. Komm, Harry. Hat Winnetou die Spuren der Ponkas gefunden? Ja. Parano und seine 10 Krieger haben sich mit weiteren Ponkas getroffen. Wie viele sind es? Den Spuren nach etwa 100 und 5 mal 10. 150 Krieger. Dann ist Parano auf einen Kampf aus. Wohin sind sie gezogen? Sie entfernen sich der Morgensonne entgegen. Dort liegen ihre Jagdgründe. Das ist seltsam. Das hieße wirklich, dass sie heimwärts reiten. Aber warum sind es dann so viele? Der weiße Häuptling ist voll Tücke. Er kämpft nicht ehrlich. Warum schwört Parano Rache und zieht dann ab? Das passt nicht zu ihm. Es sei denn, das Ziel seiner Krieger sind nicht die Assiniboines, sondern... Die Siedlung des Schwarzen Wassers. New Venango. Parano weiß, wo Harry ist. Wenn sie nach Südosten schwenken, kommen sie direkt dorthin. Dann ist dein Sohn in Gefahr. Du musst los und ihn warnen. Und du und dein Stamm müsst von hier fort. Zieht euch zur Bifrog zurück und wartet dort, bis wir zurück sind. Ich sage es meinem Vater. Und ihr zwei, passt aufeinander auf. Ihr seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Das verspreche ich dir. Auf ein baldiges Wiedersehen. Und jetzt reite schnell zum Lager zurück. Komm, Winnetou. Wir müssen reiten, als wäre der Teufel hinter uns her. Hey! Hey! Hey!
Zünde die Lampe über der Veranda an, Harry. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Mach ich, Mr. Foster. Ja, so ist es besser. Sony, hat der Titler, ich bin's. Wie ich sehe, konnten sie dir nicht mal Sattel und Decke abnehmen. Sie haben dich wohl auch nur schwer in diesen Pferd bekommen. Wir verschwinden jetzt. Ich finde es nicht richtig, was ihr mit dem Deutschen gemacht habt, Sir. Willst du mich etwa in Geschäftstaktik unterrichten? Die Regeln des Ostens gelten hier draußen nicht. Die Regeln bestimmt man hier selbst. Du wirst aber schon noch auf den Trichter kommen, denn du hast mehr drauf als... Was war das? Was ist denn los, mein Freund? Ist da jemand bei dem Pferd? Verdammt, hier ist jemand in der Nähe. Mr. Forster! Wer ist da? Keine Zeit für Erklärungen. Ihr seid in Gefahr. Löscht das Licht, geht ins Haus und klettert hinten durchs Fenster raus. Wir treffen uns da. Charlie? Seid ihr das? Los, jetzt! Das klingt ernst. Tun wir, was er sagt. Los, Harry, springe aus dem Fenster. Ich folge dir. Das seid ihr, ja? Havens, eurer Stimme nach seid ihr tatsächlich dieser Charlie. Was zum Teufel wollt ihr? Habt ihr das gehört? Das stammt nicht von einem Tier. Hier sind Indianer in der Nähe. Weckt eure Arbeiter, aber leise! Die Roten sollen nicht merken, dass wir sie bemerkt. Hört ihr das Klopfen? Es kommt von unten am Fluss. Wir haben da um diese Zeit gearbeitet? Natürlich nicht. Es ist ja stockdunkel. Harry, wir zwei sehen nach, was dort vorgeht. Und Forster, ihr weckt die Arbeiter? Mach ich. Und danke, dass ihr uns helft. Schon gut. Kommt, Harry. Lassen das Pferd hier zurück. Wir rennen jetzt runter zum Fluss. Bleib direkt hinter mir. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Was riecht hier so seltsam? Das ist Petroleum. Da läuft Petroleum ins Wasser. Der ganze Fluss ist eine Todesfalle. Wir müssen hier weg, schnell! Foster! Und Harry, weg vom Fluss! Pfeile, weg hier! Kahi, hat der Titler! Der Fluss brennt! Los, aufstehen und weiter! Ruhig, hat der Hitler, ruhig! Los, aufsitzen, Harry! Ihr nehmt die Zügel, ich schieße! Los, festhalten! Hey! Los, hat der Hitler! Zu den Baracken! Alarm! Alarm! Feuer! Indianer sind im Tal! Ihr müsst aus dem Tal raus, der ganze Fluss brennt! Weg von den Bohrtürmen! Harry, weiter zum Mann des Ölfeldes! Was soll es werden?
Ich kann doch meine Freunde nicht im Stich lassen. Ihr könnt nicht mehr für sie tun. Die müssen sich selber helfen. Wir müssen raus aus Venango oder wir verbrennen. Festhalten! Die Bohrtürme! Sie stehen in Flammen! Es könnte so Öl brennen. Wo sollen wir hin? Wir sind gleich am Rande des Ölfelds. Über den Pfad nach oben. Es sind weniger Indianer, als ich dachte, aber sie werden uns erwarten. Da sind sie schon! Ich halte sie mit den Stutzen auf Distanz. Achtung! Wir reiten mitten durch! Hör! Seid ihr unverletzt, Perry? Nicht ganz. Ist aber nicht schlimm. Dann tauchen wir jetzt in der Dunkelheit unter. Mein Gott, wir sind zu spät gekommen. New Venango brennt. Der Überfall muss schon letzte Nacht passiert sein. Die Männer versuchen, das Feuer zu löschen. Beten wir dafür, dass Harry unter ihnen ist. Reiten wir runter, Häuptling. Ich muss das wissen. Hey! Einen Schritt weiter. Runter mit dem Gewehr, wir sind Freunde! Woher soll ich das wissen? Ihr kommt mit einer Rothaut. Von denen hatten wir heute Nacht schon genug. Die roten Teufel haben hier alles in die Luft gejagt. Es sind viele gute Leute dabei draufgegangen. Wir hatten nichts damit zu tun. Wir suchen einen jungen Mann namens Harry Winter. Ist er bei euch? Keine Ahnung, wo Harry ist. Ich habe ihn seit gestern nicht mehr gesehen. Das ist wahrscheinlich nur noch Asche. Und jetzt verzieht euch, oder es knallt. Die Rothaut ist als erster dran. Runter mit dem Gewehr. Die Indianer in der vergangenen Nacht waren Ponkers. Und das dort ist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Und wer zum Teufel seid ihr? Man nennt mich Old Shatterhand. Mein weißer Bruder kam zur rechten Zeit. Oh. Ja, das wusste ich nicht. Verzeiht bitte den etwas rauen Empfang, aber wir haben viel durchgemacht. Ist schon in Ordnung. Und wenn ihr Harry Winter sucht, seid ihr wohl Old Firehand. Woher kennt ihr mich, Sir? Ich glaube, wir sind uns noch nie begegnet. Ich habe euren Sohn kennengelernt. Der hat mir von euch erzählt. Ein Mann wie euch trifft man aber auch nicht alle Tage. Ihr habt Harry gesehen? Wisst ihr, wo er ist? Ich kann euch beruhigen, er ist bei mir. Harry hat nur ein paar Kratzer abbekommen. Hallo, Pater. Was führt dich denn hierher? Harry! Ich danke Gott, dass es dir gut geht. Das habe ich aber nicht dir zu verdanken. Mr. Shatterhand hat mich gerettet. Sir, wie ist euer Name? Will Parker, Sir. Wenn es euch recht ist, würden wir uns unten in Venango mit euch beraten. Wir müssen alle unsere nächsten Schritte planen. Natürlich, Sir. Also ich für meinen Teil möchte es den Roten so richtig heimzahlen. Großer Gott, wie viele Verletzte habt ihr? Zu viele. Da diese Baracke als einzige noch steht, haben wir alle hier reingeschafft. Auch die Vorräte, die wir noch finden können, stopfen wir hier rein. Winnetou wird die Schmerzen der Männer lindern. Er hat heilende Kräuter dabei. Setzen wir uns dort in die Ecke. Ihr müsst nur die Sachen beiseite schieben. Und jetzt erzählt Old Shatterhand, was ist hier geschehen? In der vergangenen Nacht witterte mein Pferd etwas und ich hörte Tierlaute, die aber nicht von Tieren stammten. Und dann brach auch schon die Hölle los. Zum Glück war ich in der Nähe von Harry.
Emery Forster hat es nicht geschafft. Und ihr sagt, es waren Ponkas? Soweit ich das im Feuerschein gesehen habe, ja. Parano. Er hatte es auf Harry abgesehen. Was sagst du da? Er will sich an mir rächen. Weil er Rebanna nicht bekommen hat. Und weil die Assiniboans ihn abgewiesen haben. Du ziehst das Pech wirklich an, Vater. Heißt das, dass alles hier ist nur meinetwegen passiert? Das würde erklären, warum es nur so wenige waren. Die Ponkas waren nicht auf Beute aus. Sie wollten hier nur alles in Brand stecken und hofften, dass Harry dabei stirbt. Waren verdammt nochmal genug, um uns den Arsch aufzureißen. Moment mal, was sagt ihr da? Nicht viele? Parano hat 150 Krieger bei sich. Aber nicht letzte Nacht. Das waren höchstens 30. Was ist denn jetzt? Firehand, ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Das habe ich auch. Ich erkenne jetzt Paranos wirklichen Plan. Die Assiniboans sind in großer Gefahr. Und er hat uns mehr als einen Tagesritt von ihnen weggelockt. Vater, unser Kundschafter kommt zurück. Sprich, schneller Pfeil. Es ist wahr, mein Häuptling. Die Ponkas sind vor uns. Aber Winnetou sah doch, dass sie nach Osten gezogen sind. Offenbar sind sie umgekehrt. Wie viele sind es? 5 mal 10 Krieger. Das ist nur ein Teil von ihnen. Aber die Trommeln bedeuten, dass sie wissen, wo wir sind. Aber Parano will uns damit doch nur Angst machen, oder? Jetzt sind es schon mindestens 10 mal 10 Ponkas. Und sie kommen näher. Das kann er doch nicht tun. Parano war schon Gast in unserem Lager, als er noch seinen richtigen Namen trug. Und damals war auch Gutes in ihm. Der böse Geist Paranos hat Tim Finnetays Seele endgültig vergiftet. Er empfindet nur noch Hass. Dann werde ich jetzt zu ihm gehen. Er darf meinetwegen keinen Tod über die Assiniboans bringen. Das würde nichts ändern, Rebanna. Du musst Frauen und Kindern weiter zur Beefork führen. Versteckt euch im Wald. Old Firehand und Winnetou werden zurückkehren. Tashatunga wird sich mit seinen Kriegern den Ponkas stellen. Nein, Vater! Sie werden euch alle töten! Sie werden tapferen Kriegern gegenüberstehen, die ihr Heiligstes beschützen. Ihre Familien. Und sie werden einem Vater begegnen, der nie stolzer war auf seine Tochter. Nein, das darfst du nicht. Schneller Pfeil, sammle die Krieger! Hau! Leb wohl, Rose von Niobrara. Brecht auf und blickt nicht zurück. Möge Manitou uns beschützen. Was tut ihr, Firehand? Wir brauchen das Feuer noch. Es wird nachts schon sehr kalt. Genug gerastet. Ich halte das nicht aus. Wir haben gestern in Venango schon genug Zeit verloren. Seid vernünftig. Die Pferde sind völlig am Ende und in der Dunkelheit erkennen wir keine Spuren. Ich brauche keine Spuren. Ich weiß, wohin die Assiniboans ziehen. Aber wir müssen wissen, wo die Ponkas sind. Sonst reiten wir ihnen direkt in die Arme, dann können wir niemandem helfen. Verdammt, ihr habt natürlich recht. Aber ich ertrage den Gedanken nicht, dass wir zu spät kommen könnten. Ich erkenne meinen Vater nicht mehr.
Seit wann sind dir andere Menschen so wichtig? Früher hast du sogar mich zurückgelassen. Ich glaube, du hast wirklich keine Ahnung, warum ich dich im Osten gelassen habe. Nein, hab ich nicht. Vermutlich, weil du lieber allein durch die Wildnis ziehen wolltest, als dich um deinen Sohn... Ich hab dich manchmal jahrelang nicht gesehen. Ich hörte nur immer wieder, was für große Heldentaten Old Firehand mal wieder vollbracht hat. Ich habe hier draußen eine ganze Menge aufgebaut, Harry. Weiter im Norden arbeiten 20 Pelztierjäger für mich. Ich wollte dich nachholen, wenn's für ein gutes Leben reicht. Du solltest aber eine normale Kindheit haben und zur Schule gehen können. Und was ist mit Rebana und den Indianern? Diese Menschen sind meine Familie geworden, Harry. Und Rebana erinnert mich an den, der ich früher mal war. Vielleicht solltet ihr zwei euch mal in Ruhe aussprechen. Ach, Mann. Noch so ein Held. Harry, bleib hier! Himmel. Familie. Gebt ihm lieber nach, Firehand. Er sollte sich nicht zu weit entfernen und redet mit ihm. Von mir aus. Und ich schnapp ihm mein Gewehr und gehe jetzt lieber Wache schieben. Tut das, Will Parker. Und Parker? Ja? Danke, dass ihr uns begleitet. Bildet euch darauf nicht zu viel ein, Old Shatterhand. Ich will nur, dass die Ponkas für Venango bezahlen. Mein Bruder Charlie ist weise und wirkt auf die Herzen unserer Begleiter besänftigend. Und Firehand ist rastlos. Harry ein verletzter junger Mann und Parker voller Zorn. Und was ist mit Winnetou? Winnetou wollte Rebana in sein Wigwam führen. Doch ihre Lippen sprechen den Namen seines Freundes Old Firehand. Gleichwohl wird Winnetou sie beschützen wie der Baum, in dessen Zweigen die Vögel schlafen. Und jeden, der ihr Leid antun will, wird sein Zorn treffen. Inzwischen ist es sogar tagsüber kalt. Wann denkt ihr, wird Old Firehand von seiner Kundschaft zurück sein? Ich muss mich endlich wieder bewegen. Es wird nicht mehr lange dauern. Aber bei den Spuren, die wir heute Vormittag entdeckt haben, sind wir lieber vorsichtig. Ja, da kommt Winnetou. Wie sieht es aus? Die Ponkas aus der Siedlung des Schwarzen Wassers haben sich mit den anderen getroffen. Etwas weiter haben sie sich in drei gleich große Gruppen geteilt. Die Spuren sind aber fast einen Tag alt. Haben Sie die Assiniboans gesucht? Sie wissen bereits, wo sie sind. Die Spuren führen alle gerade durchs Gras. Die Ponkas wussten genau, wo sie hin mussten. Dann hoffen wir, dass Old Firehand bessere Nachrichten hat. Was war das? Firehands Büchse. Dann ist er entweder in Schwierigkeiten oder er hat etwas gefunden und kann nicht weg. Vorwärts! Da vorne steht sein Pferd. Ja, aber wo ist er? Shatterhand, glaubt ihr, er wurde... Ich weiß es nicht. Waffen raus. Da ist er. Er kauert im Gras und winkt uns. Oh mein Gott. Das ist Tasha Tunga. Ja. Und verdammt viele weitere tote Indianer. Das sieht aus, als hätte es hier eine Schlacht gegeben. Schnell, helft mir! Der Häuptling lebt noch! Natürlich! Harry, hol eine Decke! Parker macht irgendwie Feuer! Wir brauchen heißes Wasser! Und Winnetou, wir brauchen so etwas wie eine Wundsalbe! Meine Brüder können nichts mehr für Tasha Tunga tun. Aber wir können nicht einfach zusehen, wie er stirbt! Das werden wir auch nicht. Wir werden Tasha Tunga auf seinem Weg in die ewigen Jagdgründe beistehen. Tasha Tunga, mein alter Freund.
Was ist hier geschehen? Es waren zu viele. Aber die Krieger der Assiniboine hielten stand. Über ihren letzten Kampf wird man noch für lange Zeit Lieder singen. Aber was ist mit den Frauen und Kindern? Wo ist Ribana? Sie sind in den Wald geflüchtet. Sie werden die Bifrog erreichen. Ich weiß es. Aber ihr müsst ihnen beistehen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Nehmt euch vor Parano in Acht. Unsere Kugeln trafen ihn. Er, der böse Geist, beschützt ihn. Ich werde ihn zwischen meine Fäuste nehmen. Du musst wissen, dass Ribana doch über alles. Mögst du jetzt in Frieden ruhen? Ach. Wir müssen so schnell wie möglich zur Bifrog und ihnen helfen. Nein. Was sagt ihr da? Uns bleibt keine Wahl. Und was sollen wir tun, wenn wir dort sind? Wir sind 5 Mann. Wir brauchen Verstärkung, wenn wir gegen Parano bestehen wollen. Dafür ist keine Zeit. Doch, wir haben alle Zeit, die wir brauchen. Parano ist hinter ihnen her. Und die Frauen und Kinder haben keine Chance zu entkommen. Wie bitte? Natürlich können wir jetzt sofort losstürmen und erreichen vermutlich heute Abend die Bifrog. Aber wir werden zu spät sein. Parano wird die Frauen und Kinder längst gefangen haben. Oder er bringt sie alle um. Wenn er das tun will, können wir das nicht verhindern. Ob wir noch rechtzeitig da sind oder nicht. Wir sind nicht stark genug. So könnt ihr nur reden, weil es dort niemanden gibt, den ihr liebt. Und genau das setzt Parano gegen euch ein. Ihr könnt nicht mehr klar denken, weil ihr Angst habt. Und damit tut ihr genau das, was Parano will. Überlegt euch, wie Old Firehand handeln würde und vergrabt die Ängste von Martin Winter tief in eurem Inneren. Wenn wir die Bifrog erreichen, müssen wir eine Chance haben, die Frauen und Kinder zu befreien. Mein Bruder Old Shatterhand spricht richtig. Wir dürfen nicht blind sein. Wir müssen wieder mit dem Kopf denken und nicht mit dem Herzen. Ach, zur Hölle mit eurem Verstand, Shatterhand. Das ist ja alles schön und gut. Und wo bekommen wir jetzt die Verstärkung her? Ich glaube, darauf weiß Old Firehand eine Antwort. Wir brauchen verdammt nochmal 2 Tage bis zu meinem Camp und zu meinen Leuten. Das ist eine verteufelt lange Zeit. Dann sollten wir jetzt diese Toten bestatten und uns dann auf den Weg machen. Keinen Anstand, diese Roten hier im Norden. Die wissen genau, wie wir uns mit den Biberfallen abschleppen. Und dann klauen sie sie einfach. Reg dich ab, Sam. Ein paar Fallen haben wir ja noch. Ja, Dick, aber ohne Biber drin. Ich glaube, wir zwei gehören einfach nicht hierher. Ja. Und jetzt brauche ich eine Pause, wenn ich mich nicht irre. Ich bin doch kein Packesel. Jetzt komm schon, alter Knabe. Es ist nicht mehr weit bis zur Festung. Die anderen sind bestimmt schon zurück. Ja, und sie werden sich das Maul zerreißen, weil wir ohne Beute dafür mit weniger Fallen zurückkommen. Was hab ich mir nur dabei gedacht, Old Firehand in diese zugige Gegend zu folgen? Ich bin Westmann und kein Pelzhändler. Und diese sogenannte Festung habe ich mir auch anders vorgestellt. Ein bisschen mehr Burg und ein bisschen weniger Höhle. Ist ja sicher ein gutes Versteck für Felle. Aber ich fühle mich schon wie ein Maulwurf. Ist ja gut, Sam. Sobald Firehand zurück ist, reden wir mit ihm. Tja, ja, wenn. Ich glaube, dem gefällt's viel zu sehr bei seiner Rose von Niobrara. Er wollte schon vor Tagen zurück sein. Still! Da kommt wer! Ich hör's auch.
Kompliment, Dick Stone. Aus dir könnte fast ein richtiger Westmann werden. Ich glaube, sie nähert sich. Und wie viele werden es wohl sein? Keine Ahnung. Jedenfalls mehr als einer. Daran merkt man, dass du doch noch ein ausgemachtes Greenhorn bist. Ich glaube, es sind 5 Pferde. Und mindestens 1 wird von einem Indianer geritten. Ich sehe sie. Sie kommen ganz dicht an uns vorüber. Ein roter und... Ja, ich weiß, was du meinst. Pass auf. Sam Hawkins wird sich jetzt einen kleinen Spaß gönnen. Duck dich ins Gebüsch. Halt! Wie heißt das Wort? Tapfer. Und? Verschwiegen. Das ist richtig. Ihr dürft passieren. Sam Hawkins, sind eure Augen alt geworden, dass ihr mir die Losung abverlangt? Ach was, meinen Augen entgeht nichts. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir hier auf der Hut sind. Willkommen bei der Festung, meine Herren. Also, ich bin ganz närrisch vor Entzücken, mein einstiges Greenhorn Old Shatterhand wiederzusehen und Winnetou, den Häuptling der Apachen. Sam, was für eine tolle Überraschung. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr zu Old Firehands Pelztierjägern gehört. Naja, wir lernen das noch, fühlen uns aber in wärmeren Gegenden wohler. Ich schätze, der junge Gentleman da ist Harry. Ich wusste nicht, dass ihr ihn mitbringen würdet, Mr. Firehand. Und wer ist der Mann hinter euch? Will Parker. Und das neben mir ist Dick Stone, ein früherer Landvermesser bei der Eisenbahn. Hi. Hallo. Aber jetzt kommt doch rein in die gute Stube. Wir haben euch schon ganz sehnsüchtig zurückerwartet, Old Firehand. Leider haben wir keine Zeit für lange Gespräche, Sam Hawkins. Sammelt die Männer in der großen Halle. Wir ziehen in den Kampf. Hört mir bitte zu, denn wir brauchen eure Hilfe. Die Ponkas sind über die Assiniboines hergefallen und haben die Krieger getötet. Old Shatterhand glaubt, dass sie die Frauen und Kinder gefangen haben und an der Bee Fork lauern. Auch Ribana ist unter den Gefangenen. Parano, ihr Häuptling, ist auf Rache aus. Ich bin überzeugt, Parano rechnet damit, dass Old Firehand und Winnetou seiner Spur folgen und ihm an der Bee Fork in die Falle gehen. Die Frauen und Kinder sind die Köder. Und dann würde er sie alle vor Old Firehands Augen töten. Auch wenn ihr alle mitkommt, sind uns die Ponkas noch immer 5-1 überlegen. Und Parano ist mit dem Teufel im Bunde. Und aus diesem Grund werden wir Parano überlisten. Wir werden ihm zum Schein einen Handel anbieten. Einen Handel? Was sollen wir dem Kerl denn anbieten? Unseren kompletten Bestand an Fellen gegen das Leben der Frauen und Kinder. Und von Ribana. Aber wenn Parano auf Rache aus ist, wird er sich darauf niemals einlassen. Die Ponkas haben Verluste erlitten und er hat noch immer 100 Krieger bei sich. Wie könnte er sie besser motivieren als mit einer großen Beute? Parano wird glauben, dass er beides bekommen kann. Seine Rache und die Felle. Aber solange er die Beute nicht hat, wird er seine Gefangenen schonen müssen. Und was haben wir davon? Damit hätten wir nur Zeit gewonnen. Und wenn er die Felle hat, wird Parano doch jeden töten, der in seinen Händen ist. Das kann er nicht. Denn während Old Firehand mit Parano verhandelt hat und sich alle Aufmerksamkeit auf ihn richtet, schnappen wir den Ponkas hinter ihrem Rücken die Gefangenen weg. Dann werde ich mich mit ein paar von euch hinter Pater im Wald verstecken und ihm Deckung geben. Nein! Was? Harry, das wird extrem gefährlich. Ich will, dass du hier bleibst und mit Will Butcher die Festung bewachst. Das kommt nicht in Frage. Nun beruhigt euch, junger Sir. Ich glaube, euer alter Herr hat recht. Das wird kein Schulausflug, wenn ich mich nicht irre. Die Ponkas haben versucht, mich zu töten. Ich habe ein Recht, dabei zu sein. Und ich lasse mich nicht schon wieder von dir abschieben, Vater. Harry, ich glaube, ihr solltet mit eurem Vater in Ruhe darüber sprechen. Erspart mir eure klugen Ratschläge, Shatterhand. Ich komme mit. Davon könnt ihr mich nicht abhalten.
Dickschädel, genau wie sein Vater. Leute, ihr wisst jetzt, wie wir an der Bifork vorgehen werden. Bewaffnet euch und ladet Vorräte auf die Pferde. In einer Stunde brechen wir auf. Winnetou, Old Firehand, wir sind soweit. Danke. Konntet ihr mit Harry sprechen? Ja, verdammt. Der Kleine bleibt stur. Und bevor er noch irgendwelche Dummheiten macht... Wir werden auf ihn aufpassen. Er ist ein junger Mann. Und ich glaube, er will seinem Vater zeigen, was aus ihm geworden ist. Aber muss das gerade jetzt sein? Große Sorgen belasten das Herz von Old Firehand. Doch Winnetou spürt, dass uns Unheil bevorsteht. Unser Plan wird gelingen. Ihr habt keine wirkliche Vorstellung davon, wer Parano wirklich ist. Ich kenne diesen Menschenschlag. Selbstsüchtig, brutal und gierig. Seine Feinde fürchten ihn, weil sie glauben, dass er immer weiß, was sie denken. Und das heißt, er sei unverwundbar. Verdammt! Ich habe bei den Assiniboans meinen Revolver auf ihn abgefeuert. Und er hat nur gelacht. Und auch Tashatungas Krieger konnten ihn nicht aufhalten. Lasst euch von solchen Geschichten keine Angst machen. Ich glaube an keine Gespenster. Was meint Winnetou? Winnetou wird den weißen Häuptling töten. Lasst mich gefälligst rein. Oje. Du bist noch nie freiwillig in mein Zelt gekommen, Ribana. Ich komme zu dir, weil ich muss, Parano. Reicht es dir nicht, dass du unsere Männer getötet hast? Den Kindern ist kalt. Sie brauchen wenigstens ein paar Decken. Gefällt es euch an eurem Zufluchtsort nicht mehr? Hör auf! Die Bifork ist ein Flusstal. Um diese Jahreszeit erreichen uns die Sonnenstrahlen kaum noch. Warum lagern wir hier noch? Du hast, was du wolltest. Ich bin in deiner Hand. Ich habe noch nicht alles. Du glaubst wirklich, dass sich Old Firehand dir ergeben wird? Er wird längst unsere Spuren gefunden haben. Aber während du auf deine Rache wartest, frieren die Frauen und Kinder hier. Was hast du davon, wenn die Kinder leiden? Sie haben nichts mit alledem zu tun. Und du versuchst, etwas zu erreichen, indem du mich beschimpfst und dann bettelst? Du wirst noch erleben, was es heißt, so vor Parano zu treten. Mach mit mir, was du willst. Nur hör auf, andere dafür leiden zu lassen, dass alle Welt dich hasst. Ribana. Ihr bekommt eure Decken. Sie verlässt soeben Paranos Zelt. Die anderen Frauen und Kinder lagern am Waldrand bei den Felsen. Die Wachen stehen unter den Bäumen. Der Platz ist gut ausgewählt. Oh. Die Felsen sind wie eine Mauer und auf der anderen Seite ist der Fluss. Von dort nähert sich niemand unbemerkt. Was schlägt mein weißer Bruder vor? Wir müssen die Wachen ausschalten. Sam und ich erledigen das. Wenn Old Firehand sich unten zu erkennen gibt, schleichen wir uns von den Seiten an sie ran. Winnetou postiert sich mit den anderen hier oben. Wenn etwas schief geht, gebt ihr uns Deckung. Hau. Da! Es geht los! Old Firehand kommt mit dem Packpferd über den Fluss. Jetzt hoffen wir mal, dass ihm Paranau nicht sofort über den Haufen schießt. Dann nichts wie runter, Sam, aber leise! Thank you.
da kommt Martin. Aber er kommt ja völlig allein. Wo ist Winnetou? Geh zurück zu den anderen Mondschein und bleib bei ihnen. Aber er wird uns doch retten. Geh, entfernt euch, soweit ihr könnt. Und wenn etwas passiert, dann rennt. Aber warum? Los jetzt, lauf! Parano, hier steht Old Firehand. Zeig dich! Und hier steht Parano, der Häuptling der Ponkers. Was willst du? Zitterst du vor Angst, weil du nicht kämpfst? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber ich will nicht, dass den Frauen und Kindern etwas geschieht. Lass sie gehen! Warum sollte ich das tun? Neben Ribana und den anderen Assiniboins habe ich jetzt auch dich. Sei nicht dumm, Parano. Im Gegenzug biete ich dir eine Beute an, wie sie dein Stamm noch nie gemacht hat. Und die soll wohl auf deinem Packpferd sein. Das wäre nicht viel. Das ist nur eine Kostprobe, damit du mir glaubst. Es ist feige von dir zu handeln, anstatt zu kämpfen. Komm ganz über den Fluss, dann sehe ich mir die Kostprobe an. Nicht so schnell. Wenn ich nicht zu meinen Leuten zurückkehre, geht deine Beute in Rauch auf. Schick zwei Krieger, die können das Packpferd entladen. Java! Wache wäre erledigt. Ich hoffe, Sam hat auch so viel Glück. Ja, sieht so aus. Alles gut gegangen, Sam. Der Rote macht keinen Mucks mehr. Habt ihr Old Firehand gesehen? Der wartet in der Flussmitte. Die Frau bei Parano muss Ribana sein. Ja. Yeah. Und sie ist zu weit weg von den anderen. Die bekommen wir da nicht raus. Eins nach dem anderen. Wir müssen die Frauen und Kinder auf uns aufmerksam machen. Werft einen kleinen Stein, aber nicht zu weit. Ja, am besten Parano direkt an den Kopf. Augenblick. Achtung. Ich werf den Stein zu der Frauengruppe rüber. Hopp. Nein. Psst, sei ruhig. Waschbär und Biberfelle? Du musst sehr viele Fälle haben, um die Rose von Niobrara bezahlen zu können. Die habe ich. Ich habe ganze Höhlen voll. Sie gehören dir, wenn du Ribana und die anderen gehen lässt. Bring mir all deine Fälle und ich entscheide, ob mir das reicht. So nicht, Parano. Ich tausche nur Fälle gegen Gefangene. Für jede Ladung, die ich dir bringe, lässt du 10 frei. Das dauert zu lange. Du verrätst mir, wo die Höhlen mit den Fellen sind. Und du kannst die Gefangenen haben. Kommt schnell und seid leise, kein Laut. Verschwindet in den Wald und dann den Hang hoch. Oben wartet Winnetou auf euch. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Haltet den Kindern den Mund zu. Was ist mit Ribana? Sie ist noch vorne am Fluss. Wir können sie von dort nicht holen. Ich hoffe, Old Firehand fällt etwas ein. Und jetzt weiter in den Wald.
Hat es dir die Sprache verschlagen, Firehand? Einverstanden. Schick Ribana zu mir. Ich werde ihr am jenseitigen Flussufer auf einer Karte den Ort mit den Fällen zeigen. Ich schicke dir einen Krieger. Nein, nur Ribana. Und wenn du ihr was antust, wirst du den Ort nicht finden. Wenn alle frei sind, erfährst du dann dort, in welcher Höhle die Fälle lagern. Geh, Ribana. Aber wenn du zu fliehen versuchst, werde ich euch alle töten. Möge Manitou Verderben über dich bringen, Parano. Ich komme, Martin. Gleich haben wir es geschafft. Sie sind im Wald. Und Parano lässt Ribana über den Fluss. Martin, was tust du nur? Parano lässt uns niemals gehen. Alles wird gut, Ribana. Ich bin nicht allein. Steig hinter mir auf. Ist Winnetou? Psst, nicht jetzt. Steig einfach auf. Hier, in meine Hand. Ach. Halt dich an mir fest und lass dir nicht anmerken, was du hinter dem Rücken der Ponkas siehst. Heißt das, ihr habt alle... Genau. Was ist Winnetou? Hat mein Bruder Will Parker die Ponkas im Tal gezählt? Nein, ich schätze, es sind ungefähr 50. Genau. Es sind zu wenige. Parano erwartet uns. Aber wie? Unsere Feinde sind unter uns im Wald. Sie nähern sich Old Shatterhand und den Gefangenen von den Seiten. Da drüben am anderen Ufer tut sich auch was. Dort, wo Harry und Dick Stone stecken. Und Firehand ist mittendrin. Was machen wir denn jetzt? Die Ponkas kommen. Mein Bruder Parker bleibt mit 5 Mann hier. Die anderen folgen mir. Wir helfen Old Shatterhand. Sie haben uns entdeckt. Lauf! Den Hang hoch! Dort sind unsere Freunde! Sie kreisen uns ein! Oh nein, Martin! Was geschieht dort? Die Ponkas haben die Flucht entdeckt. Halt dich fest. Wir müssen schnell hier weg. Nein. Vor uns am Ufer sind noch weitere Ponkas. Halt! Firehand! Hinter uns kommt Parano. Steig auf das Packpferd um und nimm meine Pistole. Und jetzt reite so schnell du kannst. Ich halte sie auf. Ihr seid in meiner Hand. Ihr könnt nicht entkommen. Nein, wir kämpfen gemeinsam. Ribana, nein! Ergebt euch. Meine Krieger sind überall. Gemeinsam schaffen wir es. Ribana. Reite weg! Die Rose von Niobrara gehört jetzt mir! Niemals! Tu das nicht! Ich bin eine Tochter der Assiniboine und ich laufe nicht mehr weg! Steig jetzt ab! Aber überlass Parano mir. Du bahnst uns einen Weg durch die Krieger. Wirf das Gewehr in den Fluss, Firehand! Bereit? Ja, bereit! Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Jetzt! Dafür wirst du bezahlen! Nein! Ja! Ribana! Nein! Bleib hier! Jeva!
Das war nicht mein Tag. Psst. Ist da jemand? Meine Augen sind verbunden. Na, freilich. Fragt der Mensch gerade so, als wäre Sam Hawkins Luft. Sam, sag mir um Himmels Willen, wo wir sind. Na, da hat euer Kopf ja mehr abbekommen, als ich dachte, dass ihr sowas fragt. Wir stecken in einem Zelt im Lager der Ponkas und sind schön säuberlich verschnürt. Wie ihr hört, haben wir verloren. Charlie, Winnetou, du lebst. Dem Himmel sei Dank. Na, das ist allerdings wie ein Wunder. Wie viele sind noch da? Viele von uns mussten dran glauben. Auch Ribana ist tot. Sie starb als Kämpferin. Was ist passiert? Wir stellten uns diesen Teufel. Aber er ritt durch unsere Kugeln hindurch, als wären sie nicht da. Ich konnte nichts mehr für Ribana tun. Sie haben mich mit Lassos vom Pferd geholt. Haben es die Frauen und Kinder geschafft? Winnetou konnte noch einige auf den Hügel führen, doch dann wurde er ergriffen. Huch, wer ist da? Was riecht da so brenzlig? Hab ich euch endlich, ihr Hunde. Parano! Ich habe gesagt, Old Firehand wird den Namen Parano noch verfluchen. Die Frauen und Kinder der Assiniboines gehören jetzt mir. Wenn der Morgen graut, werdet ihr erleben, was es heißt, wenn man euch zuerst die Haut und dann das Leben nimmt. Auf meinem Kopf werdet ihr nicht mehr fündig werden. Meine Skalp haben schon andere. Du wirst noch genug Haut haben, um geschunden zu werden. Sobald die Gesänge enden, ist es soweit. Ach. Wer hätte gedacht, dass ich dieses Indianergeschrei mal richtig genießen würde? Sie sollen ruhig noch eine Weile weiter singen. Habt ihr das gehört? Das Heulen eines Kojoten. Aber es war ein Mensch. Na toll. Heulen die Ponkas jetzt auch noch mit den Kojoten? Das ist kein Indianer. Das muss Harry sein. Wir haben dieses Heulen in Benango gehört, kurz bevor es losging. Das ist ein Zeichen. Wie viel können noch bei ihm sein? Wie viele es auch sind. Sie haben keine Chance gegen die Ponkas. Vielleicht doch. Wenn es da draußen Nacht ist, sind die Ponkas durch die Feuer geblendet. Sie feiern ihren Sieg. Achtung, es geht los. Völlig sinnlos. Damit erreichen sie gar nichts. Hilfe! Was ist das für ein Geräusch? Ich bin's. Harry! Zusammen mit Dick Stone. Schnell raus hier, bevor die Ponkas merken, dass hinten im Zelt ein Loch ist. Das würden wir ja gerne, Kleiner. Aber wir sind gefesselt. Und sehen können wir auch nichts. Wartet, das haben wir gleich. Haltet still! Harry. Wie sieht der Plan aus? Will Parker und Jano beschäftigen die Rothäute und wir hauen ab. Wir können die Frauen und Kinder nicht hier lassen. Vater, bist du verrückt? Das schaffen wir nicht. Wir müssen so schnell wie möglich weg von hier. Wir holen dich später raus, Firehand. Wo sind die Pferde, Harry? Angebunden am Waldrand. Dann müssen wir genau dahin. Nutzen wir den Tumult im Lager. Harry, du und Stone verschwindet wieder. Und dann ab durch die Mitte. Achtung! Folgt mir! Ach, grüne Leute, hier ist der Teufel los! Unsere Leute heizen ihnen ein! Da sind die Pferde! Achtung, sie sind bewacht! Verlasst mir den Link! Warte! Wir nehmen den anderen! Die sind erledigt. Mit ihre Waffen und dann auf die Pferde. Parano hat uns gesehen. Dann weg hier, den Fluss entlang. Hey! Hey!
Parano verfolgt uns. Und hinter ihm sind noch weitere Krieger. Ihre Pferde bleiben aber zurück. Sie sind zu langsam. Nur Parano nicht. Der Bursche holt auf. Dann gehört er jetzt mir. Reitet weiter. Ich bleibe. Old Firehand bleibt bei uns. Er darf nicht wieder auf Paranos Oberkörper schießen. Der trägt eine Art Schutzweste. Winnetou wird ihn beschützen. Der weiße Häuptling wird sterben. Hey! Sam, umkehren! Wir müssen ihnen beistehen. Warum können wir nicht einmal einfach nur abhauen? Sieh her, Timfinity! Hier steht Old Firehand. Deine letzte Stunde ist gekommen. Du Hund, diesmal gibt es keinen drin. Keinen drin für dich, Parano. Deine Krieger liegen weit zurück. Schieß, Firehand. Du hast keine Waffe bei dir, die mir etwas anhaben könnte. Zielt nicht auf deinen Oberkörper. Der Blitz soll dich treffen. Fahr zur Hölle, Parano. Was zum... Der Teufel ist auf meiner Seite und die Schwachen sterben. Winnetou! Die Schlange der Punkers wird nicht mehr zischen. Aber jetzt lasst uns verschwinden, bevor seine Krieger da sind. Meine Brüder mögen hier warten. Die Krieger der Punkers werden nicht mehr kämpfen. Oh, ist das schön, wieder lachende Kinder zu hören. Die Punkers lassen sie wirklich frei. Old Firehand überlässt ihnen dafür all seine Fälle. Ich bin sehr froh, dass er sich nicht an ihnen rächen will. Sie waren nur beseelt von Paranos Hass. Aber was soll jetzt mit diesen halben Familien werden? Die haben kein Zuhause mehr. Und ihre Männer sind tot. Winnetou wird sie in den Stamm der Apachen aufnehmen. Dort finden sie eine neue Heimat. Ja. Und dem jungen Harry wünsche ich das auch. Am besten endlich bei seinem Vater. Der junge Sir hat uns allen die Haut gerettet, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die Ereignisse der letzten Tage haben ihn reifer gemacht. Er und Old Firehand finden schon noch zueinander, davon bin ich überzeugt. Lasst uns jetzt zu den anderen gehen, Sam. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich sie hier an der Bifrog beerdigen muss. Warum hat sie mich nicht einfach zurückgelassen? Sie hat dich geliebt, mein Bruder. Und liegt sie deswegen jetzt hier? Old Firehand trägt keine Schuld. Rybanna ist ihrem Herzen gefolgt. Ehre sie. Ehre sie, indem du das Leben wirst. Ich werde dich nie vergessen. Rose von Yobrara.